Hallo, liebe Freunde des gepflegten, rundenbasierten Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Civilization 5 Gods and Kings. Ja, wie am Ende schon gesagt, es geht natürlich auch dieses Mal weiter gegen Jakarta und gegen Karthago. Ich hoffe, dass das irgendwie dann ihre letzte Stadt hier sein wird, aber wissen tun wir das natürlich nicht hundertprozentig. Sie ist, was die Bewertung angeht, ganz am Ende mittlerweile bei 168 Punkten. Wir haben 859. Schauen wir mal. Wir haben hier einen Schützen, den machen wir erstmal auf Verschanzen. Und wir haben eine Galeasse. Können wir die irgendwie Richtung da positionieren, dass sie... Nee, kann sie nicht. Egal. Da müssen wir jetzt warten, bis unsere Panzerschiffe regeneriert sind. Das nützt ja nichts. Okay, dann... Kaboom. Und du natürlich auch. Kaboom. Er kann es natürlich immer noch nicht, nehme ich mal an. Genau. Was ist mit ihm? Er auch nicht. Okay. Problem ist, dass in Jakarta noch... Also erstmal müssen wir über Fluss... Ne, müssen wir nicht. Wenn wir hier hingehen, müssen wir nicht über Fluss kämpfen. Aber sie hat dort... oder Jakarta hat noch einen Armbrustschützen dort stehen. Was natürlich den Verteidigungswert nochmal deutlich anhebt. Das ist etwas schwierig, sage ich mal. Wir ziehen ihn mal... Achso, wir müssen erstmal ihn ausschalten. Wir ziehen ihn mal hier hoch, damit er in Ruhe regenerieren kann. Er geht wieder zurück. Ich muss halt jetzt gucken, wie wir relativ schnell an sie rankommen. Ohne, dass wir groß dabei Einheiten verlieren. Ich glaube... Ja, es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht benutzen wir doch das ein Panzerschiff, um Jakarta einzunehmen und nur die Artillerie. Das macht es, glaube ich, um einiges einfacher. So. Wir haben jetzt die ersten Eisenbahnen fertig. Aber geh du mal dahin und modernisiere mal bitte die Eisenbahn. Ansonsten haben wir noch Arbeiter, die im Moment nichts zu tun haben. Ja, guck mal hier. Bau du doch mal bitte da die Eisenbahn hin. Du brauchst da nicht unbedingt eine Eisenbahn. Du könntest mal dahin gehen. Und du baust... Wo haben wir den jetzt hingeschickt? Haben wir ihn jetzt hier hingeschickt? Wir warten mal ab. Wir setzen ihn mal... Wir bauen erstmal die Eisenbahn dahin. Du baust die Eisenbahn bitte dorthin. Und die lassen wir hier alle überspringen. Beziehungsweise wir könnten den Bogenschützen mit der Artillerie austauschen. Dahin. Gut, mal dahin. Kannst du jetzt? Natürlich nicht. Aber dann kannst du vielleicht mal dahin. Hey! Lass mich doch mal bitte erstmal hier zu Ende machen und du dorthin. So, sehr gut. Wollten wir nicht auch irgendwie den General austauschen hier? Ach, ich weiß. Wir wollten die Artillerie eigentlich dorthin setzen. Aber egal, jetzt setzen wir sie dahin. Das funktioniert auch. So, du bleibst stehen, du bleibst stehen, du bleibst stehen. Du baust hier das Sägewerk. Und wir wechseln die Runde. Ich bin gespannt, was passiert. Um große Dinge zu erreichen. Zu wenig Zeit. Ah, wir haben Big Ben fertiggestellt. Um große Dinge zu erreichen, sind zwei Dinge nötig. Ein Plan und zu wenig Zeit. Schöner Spruch. Kosten für Käufe mit Gold in allen Städten um 15% reduziert. Sehr schön. Ach hier, das Schiff ist regeneriert. Dann fahr mal bitte da hoch. Und... Warte mal. Bam. Wenn sie sich dahin bewegen, ja.
Und jetzt können wir doch eigentlich schon... Jawoll! Ihr habt durch die Einnahme der Stadt Jakarta 165 Gold geplündert. Wir wollen die natürlich annektieren. Und ich glaube, ja, hier haben wir im Moment nur eine Marionette. Ah, das ist okay. Das ist okay. Sehr gut. Uns gehört Jakarta. Wir müssen wieder hier die Liste aktivieren. Oh Gott, viel ist hier aber auch nicht gebaut. Die haben noch nicht mal einen Kornspeicher. Oh Mann. So. Dafür haben sie einen Hafen. Nottingham könnte eine Fabrik bauen. Oder einen Garten. Ne, wir bauen mal einen Bautrupp. Hastings hat ähnliche Probleme. Wir können hier im Moment... Ach, Taj Mahal. Guck mal, goldenes Zeitalter war das, glaube ich. Brandenburger Tor. Ein großer General. Und in der Stadt erhalten... Also das sollte man... Brandenburger Tor sollte man in Städten bauen, wo man Einheiten produzieren will. Neuschwanenstein. Plus 2 Zufriedenheit, plus 4 Kultur, plus 4 Gold, plus 3 Gold, plus 2 Kultur und plus 1 Zufriedenheit. Zufriedenheit durch jede Burg. Bauen wir. Haben wir hier schon eine Burg? Hier kann ich die Gebäude sehen. Wir haben hier... Achimechi haben wir hier. Wahrscheinlich ist das Pendant dazu. Hier, bau du mal eine Burg. Denn das bringt uns Gold. Haben wir hier schon eine Burg? Hä? Vielleicht durch Machu Picchu? Komisch. Was ist die Voraussetzung für eine Burg? Eine Runde. Ah, die wird gerade gebaut. Wir gucken mal in die Hilfe rein. Gebäude. Und die Burg gehört zum Mittelalter. Stadt benötigt Stadtmauern. Und dann kann man eine Burg bauen. Alles klar. Können wir gerade nicht bauen, weil hier schon die Liste voll ist. Gut, dann müssen wir jetzt überall erstmal Stadtmauern bauen. hier werden sie gerade gebaut. Wie sieht es denn hier aus? Hier auch. Und hier. Tempel, Theater. Ach, hier ist schon eine Burg. Sehr gut. Wie sieht es in Karthago aus? Stadtmauer. Ist ein Auftrag. Okay, naja, gut. Dann müssen wir bloß mal dran denken. Was ist hier? Hier können wir die Burg bauen. Sehr gut. Und die Einheit benötigt Befehle. Ja, wir müssen jetzt irgendwie alles hier ein bisschen nach unten verlagern. Beziehungsweise... Wir können das auch einfach mit unseren Schiffen hier machen, ne? So wie es aussieht. Oh, wir haben eine Unzufriedenheit. Wodurch kommt das? Durch besetzte Städte. 88 durch die Bevölkerung erzeugt. 22,8 Unzufriedenheit durch Spezialisten. Ui! Das ist ganz schön viel, würde ich mal sagen. Können wir hier vielleicht das Gerichtsgebäude kaufen? Was kostet das? 500. Komm her, wir machen das. Das bringt uns wieder ein bisschen Zufriedenheit.
Bewegt euch mal alle da runter. Bereitschaft. Verschanzen. Bitte mal auf eigenes Gebiet gehen. Den schicken wir mal los. Wir haben einen großen Admiral bekommen. Okay, wir müssen nochmal die Hilfe reingucken. Halt, nee, Quatsch. Hilfe. Große Persönlichkeiten. Großer Admiral. Der große Admiral hat die Fähigkeit, alle Marineeinheiten und gewasserten Einheiten im gleichen Feld und in angrenzenden Feldern sofort zu reparieren. Bei dieser Aktion wird er verbraucht. Okay. Der große Admiral bringt auch 15% Kampfbonus für alle Marineeinheiten im Spielerbesitz innerhalb von 2 Geländefeldern. Der große Admiral wird nicht verbraucht. Okay, also es ist quasi wie ein General nur auf Wasser. Der uns natürlich hier herzlich wenig nützt. Wir verlegen ihn erstmal. Dahin können wir ihn nicht verlegen. Oh Gott. Geh mal dahin. Ich hoffe, er wird dann unterwegs nicht angegriffen. Aber was nützt ja nichts. Wir müssen ihn ja irgendwie darüber kriegen. Okay, wir bauen natürlich weiter Eisenbahn. Caesar möchte einen Friedensvertrag. Warte mal, du sollst aber auch Frieden mit... Nö. Nö, nö, ich hätte gedacht, wir können auch Isabella mit reinnehmen. Wind und Wellen sind immer auf der Seite des besseren Seefahrers. Navigation ermöglicht die Ausbildung von Fregatten, einer mächtigen Kriegsschiffeinheit der Renaissance und des Freibeuters. Einer einzigartigen Marineeinheit, die Gold verdienen kann, indem sie Küstenstädte angreift und gegnerische Schiffe kapert. Ermöglicht außerdem den Bau von Seehäfen in Küstenstädten, was den Produktionsausstoß von Meeresressourcen steigert. Sehr cool. Das freut uns natürlich. Was machen wir mit der Artillerie jetzt? Jetzt haben wir so viele Einheiten, ich weiß gar nicht, gegen wen ich Krieg führen soll. Beweg dich einfach mal dorthin. So, und du... Ach, guck mal hier. Kavum! Oh, guck mal, hier ist ein Vulkan. Das ist doch so ein Naturwunder, glaube ich. Ey. Ach, da wollte man einmal... Geh du mal dahin und bau mal bitte... Dahin Eisenbahn. Hallo? Eisenbahn? Warum macht er das nicht? Abgebrochen. Geh dahin. Und du baust mal bitte. Nein! Du sollst da einfach noch eine Eisenbahn darunter bauen. Und du baust mal bitte nach London eine Eisenbahn. Du schließt den Steinbruch an. Und du baust da eine Eisenbahn hin. Artillerie. Wir verlegen mal ein bisschen wieder zurück. Nicht, dass wir da noch irgendwie angegriffen werden. Zumindest zum Teilen. Produktion wählen in York. Seehafen plus 1 Produktion. Bauen wir. Nottingham. Wir versuchen uns mal am Taj Mahal. Keine Ahnung, ob uns das was bringt. So, hier, dahin. Langbogenschütze, du gehst auf Verschanzen. Du baust die Stadt Liverpool. Hallo Liverpool, wir grüßen dich. Und Liverpool baut natürlich erstmal den Leuchtturm für Nahrung. Das Monument. Stadtmauer. Oder was? Ah, hier Aquädukt für die Expansion. Und wir wechseln die Runde. Ja, jetzt haben wir gerade aktiv keinen Krieg. Oh, guck mal hier. Der Mongole fühlt sich von uns so ein bisschen angepisst.
Wenn ihr euer Reich weiter in Gebiete ausdehnt, die ich als die meinigen betrachte, macht ihr dadurch nur jegliche Möglichkeit einer Freundschaft zwischen uns zunichte. Mein Freund, wenn ich wüsste, was dein Gebiet ist, fühlst du dich gerade durch Liverpool jetzt irgendwie angepisst? Das tut mir leid, aber wir entschuldigen uns mal. Aber ich bin mir gerade unsicher, was der Mongole meint, denn der sitzt doch hier. Das ist doch der Mongole, oder? Nee, ja doch, Genghis Khan. Wir siedeln ja nicht hier, wir nehmen nur Städte ein. Also das ist ein feiner, aber kleiner Unterschied. Nee, ein kleiner, aber feiner Unterschied, so. Ja. Stadtmauer. Ja, bau doch mal eine Eisenbahn. Da verweigert er sich vehement, die Eisenbahn dahin zu bauen. So, Panzerschiff. Fahr mal bitte dahin. Artillerie, geh mal auf Bereitschaft. Schütze auf Bereitschaft. Du gehst mal bitte dorthin und bombardierst die Stadt. Oh, das hat natürlich nicht viel gebracht. Wir bieten mal ein Ziel an. Nächste Runde. Können wir noch nicht. Jetzt vielleicht? Ja, sehr gut. Ah ja, ihr seht schon. Die fortschrittlichste Völker der Welt. Oh Gott, das sind doch nicht mal wir. Askia und Süleyman. Okay. Das ist natürlich, da müssen wir gleich mal was hier machen. Wir setzen mal unseren Spion. Süleyman. Guck mal hier. Was heißt diese Zahl? Ach, das ist die Bevölkerungszahl der Stadt. Okay. Geh mal nach Istanbul. Und du? Geh mal nach Gao. Vielleicht können wir da was klauen. Das wäre ja schön. Ja, wir greifen an. Wir greifen an. Sehr gut. Das hat auf jeden Fall reingehauen. Du regenerierst dich. Du gehst dahin und baust jetzt mal bitte dort die Eisenbahn hin. So, kannst du jetzt nach Mombasa... Warte mal, halt. Geh mal wieder dorthin und baue jetzt mal bitte nach Mombasa die Eisenbahn. Na, guck mal hier. Ist unsere Kavallerie angekommen. Und hat gegen tatsächlich 3 Punkte bei dem Krieger verloren. Na gut, dann regenerier dich. Und hier bauen wir... Ach Gott, Forschung. Wir müssen wieder aufholen. Wir hängen mit der Forschung hinterher, haben wir gerade festgestellt. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Und wir haben Kathmandu getroffen und bekommen dafür 15 Gold. Sehr gut. Das liegt, das ist die einzige Stadt, die bisher auch dort liegt, wo sie auch in echt ungefähr liegen würde. Ungefähr, sage ich. Und er will jetzt offene Grenzen und dafür 120 Gold und Pferde. Das lehnen wir mal ab. Jetzt fängt auch schon Süleyman an zu meckern. Wir haben gar nicht in deiner Nähe gesiedelt. Ja, halt die Klappe. So. Wer sich der Geschichte nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.
Archäologie haben wir erforscht. Ermöglicht den Bau des Museums, das beim Bau in der Stadt die Kultur deutlich steigert. Liefert außerdem weitere Bonus in Bezug auf Kultur. Und wir können den Louvre bauen. Zwei große Künstler erscheinen in der Nähe der Stadt, in der das Wunder errichtet wurde. Kultur. Fünf. Also Museum macht fünf Kultur. Das ist natürlich richtig stark. So. Och, guck mal, ist ja ein Siedler. Was ist denn, wenn wir mit ihm angreifen? Na, das bringt nicht ganz so viel. Was ist, wenn wir mit ihm angreifen? Ja, hau mal rein, ja. Und jetzt vielleicht den Schützen da rein. Ah, sie hat ja immer noch eine Stadt. Seht ihr das? Annektieren. Die natürlich jetzt auch. Gerichtsgebäude. Hafen ist wichtig. Kornspeicher, Stadtmauer, Universität. Wir haben ja einiges zu tun. Und wir müssen die Perlen da noch anschließen, aber das können wir erst in der nächsten Runde machen. So, das Schiffchen hier. Können wir jetzt Küstenräuber auf Städte oder auf Marineeinheiten, beziehungsweise für Fortbewegung? Nö, machen wir mal Küstenräuber und wir regenerieren dich. Ihn setzen wir mal auf automatisches Erkunden. Und er baut mal bitte dahin die Eisenbahn. Hat er jetzt hier Eisenbahn gebaut? Ja, hat er. Dann gehen wir bitte dahin und bauen da auch Eisenbahn. Was haben wir hier? Ah ja, die offenen Grenzen wurden abgelehnt. Wir versuchen das aber nochmal neu. Hier, mein Freund. Offene Grenzen. Er will Wale dafür haben. Nee, das ist mir ehrlich gesagt, wir bieten ihm mal Räucherwerk und vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Geld. Nö, das will ich nicht. Ist mir zu teuer. Columbo. Warte mal, da muss ich drüber gehen. Ihr seid mit Columbo befreundet. Was kriegen wir denn dafür? Steht nicht da. Steht leider nicht da. So, schließen, Spione. Ah, Überwachung wird eingerichtet. Sobald die Überwachung eingerichtet ist, kann der Spion fortgeschrittene Operationen in der Stadt auch durchführen. Mit einer Überwachung könnt ihr außerdem Stadtbildschirm anderer Zivilisationen ansehen. Außerdem kann der Spion mit einer Überwachung Intrigen aufdecken. Zum Beispiel Pläne für heimliche Angriffe, die Zivilisation hat. Solche Informationen können wichtig sein. Okay. Nächste Runde. What? Regenerieren. Wir können den Schützen upgraden. Das machen wir. Und wir haben... Wo ist der Siedler hin? Wir haben den Arbeiter übernommen, aber wir haben den Siedler nicht behalten. Das ist natürlich komisch. Ja, bau erstmal eine Straße hier hoch. Er ist fertig. Wir setzen ihn auf Bereitschaft. Die Kanone auch auf Bereitschaft. Der Schütze regeneriert sich. Und wir gucken mal, was wir hier oben so finden. Huch. Ein Barbarenlager. Und wir haben Wale erhalten. Höchstwahrscheinlich, hier. Sehr gut. London. Ein Feiertag und Wachstumsbonus. York. Hastings. Warwick. Und Oxford. Sehr cool. Hier haben wir noch ein Schiff, was abgegradet werden kann. Das haben wir höchstwahrscheinlich schon gemacht. Und unser Einfluss auf Mailand sinkt. Schade.
Und hier haben wir, wie gesagt, die Einheit. So, Rundenwechsel. Uiuiuiuiui. Jetzt geht's aber ab hier. Also, Produktion wählen. Ach, hier ist das blöde Schiff. Geil. Burg. Und wir brauchen Forschung und Zufriedenheit. Einmal das. Einmal das. Und das und das. Einheit benötigt Befehle. Ja, endlich haben wir die Eisenbahn nach da drüben fertiggestellt. Sehr gut. Ist jetzt hier Eisenbahn? Das wird mir bloß nicht angezeigt. Okay. Beweg dich mal bitte hier runter. Du greifst an. Und wir nehmen das Barbarenlager ein. Ihr habt einen Zivilisten gefangen genommen, der zum Osmanenland gehört. Krass, der hat sich bis hier runter bewegt. Jetzt könnt ihr ihn entweder zurückgeben oder ihn selbst als Einheit Bautruppe verwenden. Wenn ihr ihn zurückgebt, werden sie sehr dankbar sein. Wir machen das natürlich. Und wir bekommen 30 Gold, weil wir das Barbarenlager befreit haben. Nein, das waren Siedler! Shit! Das, war natürlich jetzt nicht so geil. Denn, wenn der jetzt da unten... Say what? Was macht er denn da? Warum rennt er mit so vielen Einheiten durch mein Land? Der Türke. Oder der Osmane, Entschuldigung. Oh Mann, ey. Na gut. Den Arbeiter ziehen wir mal bitte nach Hastings. Oder, nee, nach Panormus. Das ist kürzer, der Weg. Wir brauchen ein Arbeitsboot und vor allem wir brauchen zwei Arbeitsboote. Hier nehme ich auch. Ah, hier können wir noch keins kaufen. Und wir bewegen uns mal dahin, einfach um hier ein bisschen aufzudecken. Ach, diese Einheit können wir upgraden. Gezielter Schlag gegen Marineeinheiten und gegen Landeinheiten. Wir können die Fortbewegung upgraden oder die Sichtweite. Wir machen mal die Bombardierung und graden das Ding mal zum Linienschiff ab. Sehr geil. Und dann würde ich vorschlagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir mit Utica die letzte Stadt von Karthago haben. Es ist ja auch die angebliche Hauptstadt, wie hier dieser Stern zeigt es an. Seid gespannt, wie es weitergeht und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Civilization 5 Gods and Kings. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.